Die meiste Frage, die gestellt wird von unseren Kunden, ist: Wo starte ich? Was kaufe ich am besten? Ich kenne mich nicht so aus. Wo soll ich am besten beginnen, wenn ich mit Frequenzen arbeite? Ja? Und diese Frage möchte ich für dich in diesem Video beantworten und gleichzeitig auch dir die 7 besten Tipps dazu auch geben, ja? Wie du es am besten nutzt, vor allem auch die Wirkung erzielst damit. Ja? Also, die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist: Was ist der Zustand, welchen du erleben möchtest? Was ist der Bewusstseinszustand, welchen du erleben möchtest? Vielleicht vorab noch, was sind Frequenzen, wie funktionieren Frequenzen? Man hat einfach Menschen ein EEG aufgesetzt, also ein Gehirnwellengerät, wo man die Gehirnwellen messen kann, und hat sie einfach dann leben lassen und hat einfach gesehen, wenn Menschen sich so fühlen, haben sie diese Gehirnwellen, wenn sie sich in diesem Zustand sind, dann haben sie diese Gehirnwellen und so weiter. Ja? Und mit Frequenztechnologie kann man diese Gehirnwellen reproduzieren, kann man sie sozusagen künstlich erzeugen, und dann kommt der Mensch in diesen Zustand hinein. Und das ist eben das, was Brainwave, was ich mit Brainwave mache, beziehungsweise versuche zu verbessern, dass diese Wirkung, dieses Zustandes noch leichter für dich erlebbar wird. Ja. Also, die Frage, die du dir stellen sollst, ist: Was ist der Zustand, in welchen du eintauchen möchtest? Was ist das, was du erleben willst? Ja. Und da gibt es viele Arten von Zuständen, und auf meinem Shop auf brainwave3d.com kannst du dir oben, siehst du eben ein wunderschönes Kategoriemenü, wo du verschiedene Zustände siehst, wo einfach schon geforscht wurde dadurch, da gibt es ja viele Studien mittlerweile, wo einfach herausgefunden wurde, dieser Zustand macht diesen Herzbereich und so weiter. Und du kannst in meinem Shop sehr einfach stöbern und einfach herausfinden, welchen Zustand möchtest du erleben, und dafür gibt es eben dann die passenden Frequenzen. Ja, und ich weiß, dass im Shop sehr viel vorhanden ist und dass es sehr schwer ist, deine Durchsicht zu bekommen. Ja? Deswegen auch genau dieses Video. Ja? Und das ist auch der Grund, warum ich im Shop alles sehr sortiert habe, immer nach Kategorien, nach Zuständen, warum ich für jede Frequenz auch ein Video produziert habe, wo ich sehr detailliert im Video auf die Frequenz eingehe, wo ich ganz genau erkläre, was dieser Zustand ist, wie diese Frequenz wirkt, und so weiter. Ja. Das ist halt etwas, und nicht nur denn das Video, sondern auch ein Text unter den meisten Frequenzen ist ein großer Text, wo ich viel detaillierte Sachen beschreibe, wo ich die 5 Vorteile und so weiter ganz detailliert darauf eingehe. Ja. Das heißt, schau dir auf jeden Fall das Video an, und schau dir auf jeden Fall das Video an, das Nutzungsvideo, weil für jede Frequenz habe ich in der Regel auch ein Nutzungsvideo, wo ich ganz genau erkläre, wie du diese Frequenz am besten nutzt, um die Wirkung sozusagen zu verstärken. Ja? Gut, bevor wir zu den 7 Tipps kommen, kann es jetzt immer noch sein, dass du vielleicht die Frage hast: Okay, ich weiß, ich habe da schon drum gestöbert, aber ich tue mir trotzdem noch schwer, herauszufinden, wo soll ich beginnen. Ja, und dazu habe ich für dich eine Empfehlung von 5 potenziellen Möglichkeiten, wo ich dir rate, wo du starten könntest. Ja. Als erstes gibt es mein Gate-Programm. Das ist sozusagen, wenn du im Shop einfach auf das Gate-Programm gehst, das ist da mein Steckenpferd, das ist das Steckenpferd von Brainwave, das ist so unser Flaggschiff. Das ist ein Programm, welches entwickelt wurde, um dir ganz von A bis Z, um dich von einem normalen Bewusstseinszustand des Menschen in einen ganz tiefen Zustand hineinzuführen, wo du einfach auf eine Reise gehst, auf ein Abenteuer. Das Ganze basiert auf verschiedenen Wegen. Schau dir da am besten einfach das Erklärvideo an. Dazu gibt es ein eigenes Video, wo ich einfach dir zeige, wo du in den ersten Zustand hineinkommst, wo du in den Zustand, zum Beispiel das Gate 1 Stop Thinking, wo du nicht mehr denkst, wo dann deine Visualisierungsfähigkeit steigerst, deine Traumerinnerung, deinen Körper loslässt, so diese transzendentalen Zustände und dann verschiedene andere Bewusstseinszustände auch. Schau dir dazu einfach das dazugehörige Video an. Ich empfehle dir da vor allem als Anfänger das Gate 1 und das Gate 5. Du musst nicht zwingend alle hintereinander machen, du kannst auch tauschen. Ich empfehle zwar, hintereinander das Programm abzuarbeiten, aber du kannst genauso auch als Anfänger mit Gate 5 beginnen oder mit Gate 1. Ja. Gate 5 ist ein Zustand, wo du in den SD-State hineinkommst, wo du da liegen wirst, und ja, lass dich einfach überraschen oder schau dir einfach das Video dazu an. Und Gate 1 ist eben der Zustand, wo du trainierst, mit deinem Anker-Codewort und mit deiner Visualisierung in den Zustand der Gedankenlosigkeit zu kommen, was schlussendlich dazu führt, dass jede Frequenz, die du später hörst, einfach besser wirkt, weil du halt nicht durch die Gedanken in der Beta-Gehirnwellenzustand bist. Ja. Dann
empfehle ich dir noch die Morning Night Meditation. Das ist eine ganz spezielle Meditation, die du in der Früh und am Abend hören kannst. Da gibt es verschiedene Versionen, eine kürzere, mittlere und eine längere Version. Und die helfen dir, deine allgemeine Frequenz, den Bewusstseinszustand jeden Tag auf eine höhere Welle zu bringen. Ja. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Solfeggio-Frequenzen. Da gibt es auch ein Bundle dazu, das ist wie eine geführte Meditation, nur ohne Text. Also im Vergleich zu deinem Gate-Programm. Gate-Programm sind Meditationen, die dich abholen und deine Zustände führen. Das Solfeggio-Programm ist dasselbe, nur mit Musik, wo die jeweiligen Solfeggio-Frequenzen produziert sind. Ist ganz spannend, weil es mit 3D-Sound ist, mit Abenteuern. Jede Frequenz ist in verschiedenen Etappen aufgeteilt und du gehst durch verschiedene Wege wie Unterwasserwelt, Insel und Kosmos und so weiter. Also ganz, ganz ein interessantes Programm und höre ich mir selber immer wieder gern an, weil es einfach die verschiedenen Zustände einfach zu erleben ist einfach phänomenal, wenn du das Gehirn, wenn du öfter diese Zustände erlebst, dann kann das Gehirn viel leichter in diese Zustände hinein und da brauchst du später auch keine Frequenz mehr, um diesen Zustand wieder zu erleben. Ja. Dann empfehle ich dir die Schumann-Frequenz. Das ist eine Frequenz, wenn du die hörst, wirst du komplett geerdet und fühlst dich einfach so frei und so richtig geil, könnte man sagen. Ja. Das ist eine meiner Lieblingsfrequenzen, die ich immer wieder gern höre. Ja. Und last but not least empfehle ich dir das Brain Training Programm, das ist ein Gehirnwellenprogramm, was dein Gehirn trainiert von Alpha-Wellen hin zu Theta-Wellen bis hin zu Delta-Wellen, wo das Gehirn von oben bis unten durchgetrainiert wird. Und wenn du das ein paar Mal gehört hast, dann wird dein Gehirn allgemein mit jeder anderen Frequenz stärker wirken, weil dein Gehirn sozusagen auf die ganzen Frequenzspektren trainiert wurde. Du musst dir das Gehirn vorstellen wie so ein Muskel und dieser Muskel, der wird trainiert durch die Gehirnfrequenzen, die du im Brain Training Programm hörst oder allgemein mit anderen Frequenzen, die im Shop sind. Und dadurch hast du einfach dann die Möglichkeit, wenn du in eine andere Frequenz hörst, dass dein Gehirn sich da viel einfacher darauf einstellen kann, weil das Gehirn sozusagen dieser Muskel drauf trainiert wurde. Gut, kommen wir zu den 7 Tipps, die ich dir persönlich empfehle, mit jahrelanger Erfahrung, die ich selbst habe. Man könnte sagen, ich bin durchfrequenziert worden, weil ich hier das Hauptversuchskaninchen bin. Wenn ich eine Frequenz produziere, höre ich sie mir in der Regel zwischen 5 bis 50 Mal an. Das heißt, ich höre sehr viele Frequenzen und weiß genau, was ich tun muss, um sehr schnell eine Wirkung zu erzielen damit. Ja. Also kommen wir zum ersten Tipp. Der erste Tipp ist: Schau dir immer das Nutzungsvideo an. Da habe ich individuelle Tipps pro Frequenz für dich. Und zusätzlich habe ich eine Nutzungs-PDF, die kannst du dir immer bei der Frequenz in den Downloads, da gibt es einen Reiter Downloads, runterladen. Dort stehen oft immer noch weitere Tipps, weil oft, wenn ich ein Video produziere, Nutzungsvideo, komme ich vielleicht in den nächsten paar Monaten drauf, hey, diese Methode funktioniert bei der Frequenz noch viel besser. Und dann füge ich sie in der PDF hinzu und dann. Weil es ist immer aufwendig für einen kleinen Tipp, wieder ein neues Video zu produzieren. Und da lese dir immer auch die PDF durch und sieh dir halt das Nutzungsvideo an. Das ist ein großer Tipp von mir. Das sind sozusagen die Erkenntnisse, oder warum du sollst du den langen Weg gehen, wenn du den kurzen Weg schon gehen kannst, weil ich ja schon rausgefunden habe, wie diese Frequenz für dich am besten wirkt und du das gleich nutzen kannst. Ja. Dann, nächster Tipp ist ein ganz wichtiger Tipp und einer, man könnte sagen, so der Haupttipp, wie du die Frequenzwirkung drastisch steigern kannst. Und zwar, wenn du die Frequenz hörst, versuch die Frequenz, die Musik oder die Meditation oder meine Worte, die dort kommen, dich von dich voll hinzugeben. Stell dir vor, das ist wie ein Tanz. Und du tanzt mit der Musik, du tanzt mit der Frequenz. Und die Kunst ist es, sich führen zu lassen von der Musik, von der Frequenz, von der Stimme, die kommt, die dich leitet. Denn desto besser du dich führen lassen kannst, desto besser wirst du tanzen und desto leichter wirst du dann den Zustand erleben. Es gibt natürlich die Leute, die können sich nicht führen lassen, die stehen dann beim Tanzpartner so da und wundern sich, warum die nichts erleben. Ist klar, wenn man so da sitzt und sich die ganze Zeit Gedanken macht oder nicht zuhören will oder sich nicht darauf einlassen kann oder sich den ganzen Tag damit beschäftigt, während dem Hören der Frequenz, was man danach tut, ja. Dann ist es klar, dass es nicht wirken wird. Drum, lass dich führen, öffne deine Arme, dein Herz und gib dich dem einfach hin. Ja? Also gib dich der Musik hin, gib dich dem Ton hin, gib dich der Frequenz hin, die du hörst und der Stimme und der Meditation, dann wird die Wirkung einfach drastisch schneller
eintreten. Ja. Versuch dabei auch vollkommen loszulassen und sich dich dem einfach voll hinzugeben. Gut, dann empfehle ich dir den Brainwave Guide durchzulesen. Diesen findest du unter dem Video, kannst du dir direkt downloaden. Da habe ich viele Tipps. Ich habe dann extra versucht, kurz zu halten und knackig, also wirklich die Essenzen der Essenzen mit vielen Tipps und dann 7-Stufen-Programm, wie du sozusagen dann, wenn du mit Frequenzen arbeitest, wie du sehr effektiv die Wirkung damit steigern kannst. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Webseite meditation-guru.com. Da habe ich für dich einen über 4 Stunden langen Meditationskurs vorbereitet, wo ich dir meine ganzen über 15 Jahre Praxis der Meditation, die ganzen Tipps dazu gebe, Haltung, Stellung, Mentaltechniken und so weiter. Und dort auch ein eigenes Kapitel behandelt über das Thema Frequenzen, wie du Frequenzen am besten nutzt und viel tiefer mit Frequenzen arbeiten kannst, also viel effektiver. Schau einfach da vorbei. Und zusätzlich gibt es bei Meditation Guru auch ein eigenes Subprogramm im Meditation Guru Programm, wo ich dich führe, wo ich dir laufend jede Woche Videos mitgebe. Ja. Gut, dann, was ist das nächste, was ich dir mitgeben möchte, ist, und zwar, wenn du Frequenzen hörst, hörst du oft bei höheren Frequenzen, so High-Gamma-Frequenzen zum Beispiel, einen Ton, so ein Piepst und so ein Piep, oder bei niedrigen Frequenzen so ein Bap, 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 Bap. Das sind einfach Frequenzen, und versuch, wenn du diesen Ton hörst, dass du dich einlässt auf diesen Ton, dass du dich dem voll hingibst. Oft hörst du ihn gar nicht, weil er ganz subtil, ganz leise ist. Aber die Lautstärke vom Ton macht überhaupt keinen Unterschied. Das Gehirn nimmt den Ton trotzdem wahr, falls du ihn mal nicht hören solltest. Aber falls du ihn hörst oder dein Ohr darauf trainiert wurde, diese tiefen oder hohen Töne zu hören, oder diese leisen Töne, dann versuch dich dem voll hinzugeben und dich mit dem zu verschmelzen. Also wie wenn dein Bewusstsein eins wird. Stell dir vor, du bist im See und du wirfst einen Stein hinein und dann kommen diese Wellen, die sich ausbreiten und diese Frequenzen, die du hörst. Stell dir vor, dass diese Wellen sind und dass du dieser Ozean bist und eins wirst mit diesen Wellen und verschmilzt mit dieser Frequenz. Dann wird sie viel intensiver wirken. Dann kann dein Gehirn hat eine 4-Phasen-Neuronen-Verbindung. Bedeutet, wenn du eine Frequenz hörst, dann verbinden sich die Neuronen immer 4, 8 und so weiter. Und das dauert dann ein bisschen, bis die Frequenz wirkt, in der Regel so 6 Minuten. Und dann je nachdem, ob du viel nachdenkst, ob du deinen Körper loslassen kannst oder ob du deinen Verstand noch agierst, dann dauert es halt dann dementsprechend länger. Aber wenn du deinen Körper loslassen kannst, wenn du deinen Verstand loslassen kannst, dann wirst du unmittelbar die Frequenz, die Wirkung erleben können. Ja, und passend zum Thema kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar mach am Anfang einen Bodycheck. Ein Bodycheck bedeutet, dass du deinen Körper, wenn du die Frequenz, wenn du startest und legst dich hin oder setzt dich hin und du schließt deine Augen. Ich empfehle immer auch mit Schlafmaske das zu hören, weil dann produzierst du viel mehr Melatonin und dann wirkt die Frequenz auch stärker. Auf jeden Fall, dass du deinen Bodycheck machst, vor allem, dass du deine Augenmuskulatur entspannst, einfach deine Aufmerksamkeit dorthin richtest, dann auf deine Zunge und dann auf deinen Unterkiefer und auch auf deine Hände. Das sind die Dinge, die du den ganzen Tag bewegst und mit denen du arbeitest. Wenn du diese entspannst, hast du schon mal 80% deiner Körperentspannung los und dann wirkt die Frequenz viel stärker. Gut, dann, last but not least, siebter Punkt, und zwar höre auf deine Intuition. Höre zu verschiedenen Uhrzeiten. Probiere dir mal direkt nach dem Aufstehen die Frequenzen zu hören oder mal eine Stunde früh aufzustehen und dann die Frequenz zu hören oder mitten in der Nacht, so nach 4 Stunden, stell dir einen Wecker und dann bleib mal so 10 Minuten wach und dann leg dich hin und hör dann eine Frequenz. Da kannst du ganz crazy Zustände leben, weil dort ist dein Körper schon entspannt, wenn du geschlafen hast oder mitten in der Nacht. Dein Verstand ist gar nicht so am Arbeiten, dann wirkt die Frequenz einfach viel intensiver. Ja. Probier das mal aus, da wirst du zum ersten Mal so richtig krasse Erfahrungen erleben. Ja. Und höre nie Frequenzen so zwischen Tür und Angel, so jetzt habe ich eine halbe Stunde schnelle Frequenz reinziehen. Das wird nicht richtig funktionieren, weil dann wird dein Verstand immer damit beschäftigt sein, dass du jetzt dann gleich dorthin musst und das. Sondern nimm dir einfach Zeit mit so einem Open-End-Modus und dann wirst du eine viel bessere Wirkung damit erzielen. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du in mein Leben getreten bist und dass wir zusammenarbeiten, dass ich dir mit meiner Arbeit helfen darf, dein Bewusstsein zu erweitern und dir Bewusstseinszustände zu ermöglichen,
die du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest und dass du einfach dich selbst erfährst als das, was du wirklich bist und wer du wirklich bist. Also in diesem Sinne, vielen Dank für dein Dasein und bis bald.